So, meine Freunde, und willkommen zu Pokémon Mystery Dungeon Portale in die Unendlichkeit. Wir haben im letzten Part den Finsterforst durchquert und sind jetzt auf Somnian gestoßen. Aber wie sich herausstellte, war das alles nur ein Versuch, um uns zu fassen. Und nun sind viele Widersacher vor uns und wollen uns angreifen. Wir müssen irgendwie fliehen. Und Somnian ist die linke Ratte hier. Los geht's! Ich sehe nichts mehr! Ja, wir haben das Licht ausgemacht. Tja, und jetzt nicht sie weg. Im Schutz der Dunkelheit. Zero, das ist unsere Chance. Ah, sie dürfen nicht entkommen. Hinterher, ihnen nach. Verstanden, los, ihnen nach. Geht klar. Trampel, trampel, lololololam. Miau. Wer war das? Wer ist mir eben auf meinen Schwein getreten? Entschuldige, Alter, das war ich. Zock, Quark. Alles dreht sich. Die kloppen sich ja selbst kaputt. Chillige Sache, ey. Brokkoli. Ich bin zu gesund für die Welt. Das warst du das, Troxy Quack? Was treibt die Schwachköpfe da? Verfolgt sie Ramofo aber ein bisschen plötzlich. Lass sie auf keinen Fall entkommen. Geht klar. Was geht da vor mit Somnian? Das ist richtig strange, meine Freunde. Speichern wir ab. Wissen, wie es aussieht, aber entkommen. Das ist schon mal sehr schön. Nein, ich mache keine Pause. Was ist hier denn? Sieht gut aus. Wo ist Mofo? Als hätte ich sie abgehängt. Wo ist Mofo? Ah, Mofo und ich wurden leider auf der Flucht voneinander getrennt. Ob es Mofo wohl gut geht? Ich hoffe doch sehr, dass Mofo ihnen ebenso entwischen konnte. Aber ich kann Somnians plötzliche Verwandlung immer noch nicht recht begreifen. All die Pokémon haben uns aufgelauert. Und die Pokémon, die Ziana angegriffen haben, waren auch darunter. Es gibt keinen Zweifel. Das war eine Falle. Aber wieso würde Somnian uns angreifen wollen? Dort ist jemand! Sehen wir mal nach. Oh je, sie haben mich eingeholt. Ich muss schnell von hier verschwinden. Ganz schnell. Das nimmt ja richtig Fahrt auf, meine Freunde. Das ist ja genial, ey. Ich feiere das gerade total, ey. Merkt man das? Das nimmt gerade richtig Laune auf, ey. Ohne Witz, er staubt nämlich mit. Ja, das reicht. Zwei Siedelbeeren. Ich nehme noch einen Reinsamen mit. Ja. Wir sind jetzt getrennt von Morpho. Wurden eine Falle gelockt. Die Story nimmt Fahrt auf. Das gefällt mir echt, ey. Das hätte ich aber nicht gedacht, dass Somnian böse ist, ey. Vielleicht stellt sich heraus, dass Ende des Tricks Faulo gut ist und Somnian böse ist. Das kann ja gut sein, dass Somnian nur irgendwie tatsächlich, oder es war lieb und ist dann böse geworden, wie Keldeo da, wie das mit Keldeo war. Er war ja auch am Ende so voll lieb und dann wurde er irgendwie böse, als er den Brief geschrieben hat. Alles offene Sachen, ey. Das ist irgendwie alles total strange, ey. Was ist jetzt mit Keldeo? Was ist jetzt mit Trigifalo? Was ist jetzt mit Somnian, ey? Vielleicht hat das ja alles was mit zusammen. Trasche schon, what the fuck, ey. Monas großer Bruder. Chillig, ey. So, die weiterentwickelte Form. Die Musik, ey, die ist auch genial. So gerade eure Flucht, so passt das, ey. Baut Spannung auf. Gefällt mir, Leute. Okay. Aber warum ist Mofo jetzt weg? Und wo ist er eigentlich? Alter, ohne Witz, ey, doch, das wäre jetzt noch chillig, wenn Mofo auf einmal böse wird. Wenn er auf einmal auch so eine Wandlung bekommt, ey. Und dann müssen wir Mofo retten noch am Ende. Und boah, das wäre chillig, ey. Aber ich glaube nicht, dass das so extrem wird. Dann wäre das echt eine extreme Story. Dann wäre es PMD-Himmel ähnlich. Aber ich glaube nicht, dass das so ist. Dann müssen wir am Ende gegen Mofo kämpfen und so. Das wäre meiner Ansicht nach eine geile Story, eine Wendung, ey. Das wäre eine geile Wendung. Oder was sagt ihr? Wäre das eine geile Wendung? Oder würde ich sagen, nee, alles lieber, das wäre schon fast zu strange, meiner Ansicht nach. Aber das würde ich abfeiern, ey. Wenn am Ende der Partner böse wird und wir ihn am Ende besiegen müssen, ey. Das wäre geil. Ohne Witz, ey, sowas würde ich abfeiern. Wäre zwar ein heftiges Emotionsspiel am Ende, aber hey, man braucht was Geiles im Mystery Dungeon. Die Stories waren schon immer richtig chillig und da passt sowas, finde ich, rein, ey. Was sagt ihr? Zum neuen Mystery Dungeon vielleicht? Zur Generation 6? Wäre geil. Meistergriff. Und ich werde mich heute mal erkundigen, wie es mit PMD Wii aussieht. Deswegen, ich habe da schon Bock, irgendwie das zu spielen. Vielleicht nicht als Let's Play, vielleicht als langes Video, als 1-Stunden-Video so angezockt. Und dann mal gucken. Deswegen habe ich auf jeden Fall Lust drauf. Vielleicht, ja, gucken wir einfach mal. Deswegen. Gehört ja zumindest zu PMD. Soll jetzt zwar nicht so ganz so gut sein wie die DS-Teile, aber mal gucken, Leute. Wie gesagt, ich habe es ja noch nicht gespielt. Ich kenne es überhaupt nicht und ich will es mir einfach mal angucken. Deswegen, warum nicht mit euch dann meine Emotionen teilen, damit ihr sehen könnt, wie ich darauf reagiere. Finde ich meiner Ansicht nach das Beste.
So, wo müssen wir denn hin? Don't know. Ich kann natürlich auch einen Reinsamt futtern, aber nee, ich habe schon genug gegessen heute. Genug. Deswegen, der letzte Part war ja extrem lang. Tut mir leid nochmal für die Überlänge, aber ihr steht ja auf Überlänge. Ja, das weiß ich. Wie heißt der? Auroraberg, oder wie hieß der? Auroraberg? Auroraberg, tatsächlich. Klingt chillig, oder? Zermürben, oder was war das? Zermürben, ach so. Okay, kenne ich nicht die Attacke. Kenne ich echt nicht die Attacke, was ist das? Ist die neu bei Schwarz-Weiß 2 gekommen? Bei Schwarz-Weiß 2 habe ich, wie gesagt, noch nicht so ganz gut durchgespielt eigentlich. Da habe ich nur die Story gemacht, da war es das auch schon. Weil mich mehr nicht interessiert hat. Ich habe zurzeit irgendwie wenig Lust irgendwie auf Wiper-Battles, deswegen trainiere ich auch zurzeit wenig. Aber irgendwie gesagt, es kommen auch Wiper-Battles auf meinem Kanal, werde ich auf jeden Fall noch machen, aber wenn ich Zeit habe. Zurzeit habe ich, wie gesagt, wenig Zeit, aber wenn die Zeit da ist, dann werde ich es auf jeden Fall machen, Leute. Deswegen keine Angst. So, wo müssen wir hin? Wo ist die Treppe? Oh Gott. Funkenflug. Damn it. Aber das sollten wir so hinkriegen eigentlich. Warum ist das Bild gerade so dunkel? Oder sieht das nur so aus? Das wundert mich gerade so ein bisschen, oder? Findet ihr das nicht so dunkel? Ich finde es ein bisschen dunkel. Aber egal. Taubsam. Ich hoffe, es ist nicht so dunkel für euch jetzt, aber... Oh, schon... Was? Schon wieder speichern? Das ist ja krass. Aber okay, wenn das Spiel sagt speichern, dann machen wir das. Taubsam, alles weg hier. Warte mal, Leute, ich kann ein bisschen Licht wenigstens machen, wenn ihr das wollt. Ich weiß ja nicht, ob ihr das wollt oder nicht, aber wie gesagt, ich kann es machen. Und zwar brauche ich dafür einfach nur mein Aufladekabel in den DS reinpacken. Deswegen dann ist es gleich ein bisschen heller, aber ich weiß nicht, ob es viel ausmacht. Warte mal, ich guck mal. Nee, sonst brauche ich eigentlich nichts. Sieht meiner Ansicht nach schon ein bisschen besser aus, oder? Ich kann mal rausstecken, reinstecken. Ja doch, oder? Ich lasse das mal drin. Sieht ein bisschen heller aus, deswegen. Gefällt mir auf jeden Fall besser. Auroraberg E5. Und der Zoom ist immer noch drin. Es tut mir leid, Leute. Ich habe die Aufnahme gerade nicht beendet. Ich nehme jetzt gerade am Stück auf, zwei Parts. Weil ich, wie gesagt, nicht viel Zeit habe diese Woche. Weil Spätschicht und so. Und da muss ich ein bisschen auf Vorrat aufnehmen, damit ihr auch die ganze Woche verpflegt seid mit Parts. Deswegen sonst heißt wie, Zero, du bist voll scheiße und ne. Ich will jeden Tag Mystery Dungeon haben, ne? Und das würde ich auch für euch so erfüllen, so ein bisschen, meine Freunde. Ah, die Musik erinnert mich irgendwie an gar keine andere Theme. Irgendwie nicht. Wie erinnert mich das an gar keine Theme? Das ist irgendwie eine komplett neue, irgendwie so rasant. Aber irgendwie auch geil. Keine Ahnung, finde ich irgendwie chillig. Und Meistergriff, ey. Chillig, ey. Oh, viele Items hier, ey. Normalerweise wäre es eh nur Falle oder sowas hier. Aber hier nicht. Schade. Wir haben schon die meisten. Das Geld nehme ich mit, ey. Da ist es mir egal, ob ich hier die Treppe ist oder nicht, ey. Das Geld nehme ich mit. 200 Poke, sag ich doch. Das lohnt sich, ey, das Geld aufzuheben. Alter, ich boxe dich kaputt, Junge. Bam, Klitschko-Faust. Und nochmal Klitschko-Faust. Fuck, der verbrennt meine Bären. Endlich draußen. Puh, ich bin ziemlich erschöpft. Aber ich habe keine Zeit für eine Pause. Das sieht episch aus. Oh nein, eine Sackgasse! Eine Klippe. Eine ziemlich hohe noch dazu. Der Abstieg dürfte sich etwas schwierig gestalten. Wenn ich mich an den Felsen klammern, kann ich vielleicht runterklettern. Hallo, bist du ja, Zero Seer? Nein. Wir haben dich endlich gefunden. Sieht aus, als würde wir nicht schneller mit der Arbeit fertig werden als alle anderen. Die anderen? Schneller mit der Arbeit fertig werden als die anderen? Das kann nur heißen, Morpho wurde noch nicht gefangen. Dann darf ich mich nicht schnappen lassen. Quack, quack, gib mir am besten gleich auf. Wir machen dich jetzt nämlich fertig. Nämlich machen wir dich jetzt nämlich platt. Ich muss ihn unbedingt entkommen. Keine Sorge, Morpho, ich lasse mich auf keinen Fall von denen schnappen. Und Boss Battle! Gegen drei Stück. Oh, 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 das wird heftig, aber wir sind vorgesorgt, meine Freunde. Und zwar gibt's erstmal hier einen. Wo ist er hier? Chaos Orb will ich machen. Oh, wir können auch Erstaub machen. Erstaub! Zack, zack, zack. Alle wurden versteinert.
Allkraft-Orb hinterher, um unsere Stats zu boosten. So, jetzt kommt noch was. Und zwar kommt jetzt noch ein Allkraft-Orb. Maximum Attack. Und jetzt Double Heap. One Hit. One Hit. Who's the man? Boah, like a mofo, ey. Quack, quack. Na, geschafft. Ich hab sie endlich besiegt. Ja, das waren 3 Züge, mein Freund. Das war das geilste überhaupt, ey. Ich nutze jetzt die Gunst der Stunde und klettere die Klippe runter. Aber ich bin total erschöpft. Meine Füße sind schwer wie Blei. Na, du entkommst uns nicht. Hey, wo sind alle? Hey, wir sind hier. Zero ist hier oben. Stalloboss. Zwei neue Gegner. Was war das? Brutalanda! Was? Du kommst gerade recht, Brutalanda. Massivo, jetzt richtig fertig. Fuck! Oh nein, das hat mir gerade noch gefehlt. Dabei bin ich doch auch schon ziemlich kaputt. Es wird mir schwer, mich überhaupt auf den Beinen zu halten. Macht Zero alle. Quack. Stalobor. Wow. Dammit. Wow. Ninja Skills. Ich verliere das Gleichgewicht. Hyper Beam. Oh nein, sie blasen wohl zum Angriff. Ich kann nicht ausweichen. Das ist das Ende. Duck dich, Zero. Hä? Trigifalo! Er greift Brutalanda an! Dieses Pokémon... Wir verschwinden von hier, Zero! Hä? Wow! Wow! Was zum Quark! Alter, Leute, es geht richtig ab gerade mit der Story. Meine Güte, ist das geil. Brutalanda kommt, Trigifalo rettet uns und wir fliegen davon. Was es auf sich hat mit Trigifalo und dem Rest erfahrt ihr im nächsten Part bei Pokémon Mystery Dungeon Portal in die Unendlichkeit. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Let's Go Weiter. Was war das? Keine Ahnung. Haut rein, meine Freunde, bis zum nächsten Part. Ciao.